Oh, gar nicht mal so wenige. So, bin wieder da. Cockpit von der 110 ist einfach schön mit diesem HD und so und sieht gut aus. Gefällt mir immer wieder. HD? Die hat Team Fusion das erste Cockpit, das sie sozusagen der, bei dem sie die Texturen überarbeitet haben, also haben sie höher auflösend gemacht. Achso, das ist bei den anderen noch gar nicht erfolgt, oder was? Nee. Nur bei der 110. Nee, nur bei der C4 oder? Nee, bei generell, glaube ich. Ja. Weil ich glaube, das, das Cockpit der 110er ist, glaube ich, größtenteils identisch. Oder nur bei der C7 ist es leicht anders. Wir sind in der Mitte gespawnt. Ich auch. Ich habe jetzt 210er vor mir. Genau, das sind wir. Ah, ich sehe euch. Die vier Maschinen. Ich bin gerade so ein bisschen blind, weil meine Luftschrauben verstellen bat und ich den Kampf da eben mal geändert habe. Oh. Ja, wir haben jetzt einen Nordkurs, also knapp, ich muss gerade in die Einstellung und meine Luftschraubenanstellwinkel neu machen. Okay. Ich habe euch eben vor mir gesehen. Jetzt seid ihr wahrscheinlich schon. Wir fliegen jetzt Kurs 300, was ist das? 50 etwa. 45. Hallo 22. Leicht steigend. Ich bin ungefähr 10 Kilometer hinter euch oder sowas. Okay. Ich trinke gerade ein Spezialbier, weil ich habe zum Geburtstag von meinem besten Freund / Trauzeugen einen Bierkorb geschenkt bekommen. Da sind jede Menge verschiedene spezielle, seltene Biere drin und da trinke ich mich jetzt die letzte Zeit durch. Was gibt's heute? Ein Austrian Amber Ale heißt das. Also Triple A. Gut. Und das Amber Ale finde ich jetzt nicht so berauschend. Ich habe gestern ein Bier getrunken, das heißt Schwarze Gams. Das ist ein dunkles Bier, das war sehr lecker. Schwarze Gams, sehr schön. Alles österreichische Biere? Ja. Ja. Halt von kleineren Brauereien. Das ist ja ziemlich im Mode im Moment, was man so liest, so diese kleinen Brauereien. Ja, na, ich finde das ganz sympathisch. Ich sehe nur noch die 210er, wo ist denn... Ja, ist auf 203 Uhr. Ja, ich bin rechts von denen. Ich kann eigentlich das ganze 0815 Supermarktgeschloder nicht mehr saufen an Bieren. Die meisten Biere kann ich einfach nicht ausstehen. Es gibt nur wirklich eine Handvoll, die ich wirklich mag, die man im Handel so einfach bekommt. Was habt ihr denn da in Österreich? Ja, wir haben etliches. Wir haben Gösser, Zipfer, Stiegel, Schwächerter, Otterkringer, was haben wir noch? Zwettler, Bieselburger. Ja, natürlich, das kriegst du auch alles. Also, Exen und Bitburger und sowas, alles wird auch da sein, oder? Standard. Oh Gott, nein, nicht diese abgefüllte Pisse. Also Exen und Bitburger, das ist ja wirklich nur Pisse im Glas, oder? Also deutsche Biere, wenn ich daran denke, dann stelle ich mir darunter bayerische Biere vor. Ich selber bin ja gar kein Biertrinker, also für mich schmeckt das alles nach, irgendwas verfaultem Gammligen. Ja, da hast du noch kein so gutes Bier getrunken. Aber aber so ein Weizen, das trinke ich mal ganz gerne. Also, was ich immer trinke, also wenn ich meine Hände da daran kriege, ist Bockbier. Das ist immer das Allerbeste.
Doppelbock. Aber das ist doch stark, oder nicht? Ja, das ist relativ süßlich im Geschmack und auch sehr stark vom Alkoholgehalt. Und ich habe jetzt in dem Geschenkkorb ist ein Weizenbock drin und den hebe ich mir zum Schluss auf. Hebst du dir bis zum Schluss auf. Genau, das Beste kommt zum Schluss. So, jetzt bin ich an euch ran. Ja, ich sehe dich nicht. Ja, ich bin auf deiner 6 quasi, so, auf der 6 der 109 bin ich gerade. Ja, ich sehe euch. Was ich auch ganz gerne trinke, sind die India Pale Ales. Das sind relativ stark gehopfte Biere. Aber da gibt es eben einen Freund, von dem ich da den Geschenk bekommen habe, der braut auch selber gerne mal Biere. Und der hat selber einen IPA mal hergestellt und der war irrsinnig gut. Der hat gerochen nach Marillen, also Aprikosen. Aprikosen. Und, genau, Aprikosen, wenn man das hier übersetzen muss. Und hat auch leicht danach geschmeckt, aber halt mit der bitteren vom Hopfen. War sehr, sehr lecker. Hast du überhaupt Zeit, Bier zu trinken bei all dem Met, der da bei dir ranreift? Ja, natürlich. Oder? Ja? Okay. Außerdem ist in Sprungweite von der Uni, beziehungsweise dem Institut, wo ich arbeite, ja ein Bierrestaurant. Die brauen ihr Bier komplett selbst und die haben in der Speisekarte stehen. Mit biergerechten Speisen, da steht wirklich das Bier im Mittelpunkt und alles andere drumherum wird ans Bier angepasst. Und die haben da letzten Sommer haben sie ein Bier gehabt, das hat geheißen Festbier mit Wildhopfen und das war echt, das war wie Weihnachten und Ostern. Wie ein Fest. Gleichzeitig. Was sehe ich denn da unten? Eine Insel. Kaputtes Schiff? Nee, England, Wasser. Unter uns, weit hinter uns. Das Blau ist das Blau. Oder irgendwas anderes. Ja, das spielen wir jetzt. Ich sehe, was du nicht siehst. Ja, ja, das ist noch ein Schiff, glaube ich. Bojen sind da auch einzeln. Nee, das sind doch etliche Schiffe. Auf unserer halb drei. Das sind doch auf 3 Uhr. Warum habe ich euch jetzt verloren? Ach so, jetzt bin ich wieder auf der anderen Seite. Krass, wie geht denn sowas? Außerdem springen hier die Schiffe hin und her. Bei dir, Jost, kommt hinten auch noch was ran, Vorsicht. Ich sehe übrigens, mal 109, aber ich sehe ein Flugzeug ganz schwach nördlich 109. Der Schiffe. Ziemlich niedrig. Sehe ich nur ganz, ganz, ganz schwach. Wenn du schaust, die letzten nordwestlichen Schiffe, das sind 2 relativ knapp beieinander. Ja. Und wenn du dann ein Stückchen nördlich davon schaust, dann ist ein ganz kleiner Punkt am Meer. Jetzt nach Norden abfliegt. Wollt ihr das Ding da auf unserer 12 bombardieren oder was? Direkt an der Küste? Ne, wir haben ja keine Bomben. Achso. Wir sind der Albtraum aller Blenheims. Leider ist nur einer unterwegs. Wir müssen halt Hörris und Spitz dran glauben. Okay. Naja, mit einer Jägereskorte kann man so, da hatten wir letztens mal einen ganz netten Flug mit 110ern. Das hat Spaß gemacht. Da haben wir auch einiges abgeschossen. Naja, wurden dann halt selber ziemlich gefistet. Verschweigt auf diesen unangenehmen Park. Zumal mich da auch das Your Führer is a fatherless pile of dung. Okay, Dr. Uzi wieder in Höchstform. Wer ist denn die dritte 109 mit dem Fahrwerk draußen? Der gehört nicht zu uns, der kam eben an dich ran. Ja, das ist ein Rad, hat der draußen. Hatte ich gesehen. Eins, dann ist es kaputt. Ja. Dass die jetzt unter uns da ist. Ja, stimmt. Ja, genau. Nee, jetzt zieht da eine drüber weg. Bist du das? Nee, ich bin dahinter. Okay, die hat. Ja, die hat einen Rad raus. Also, mir ist jetzt einer über die. Wer rammt mich denn da fast gerade weg? Ich hoffe, das war beabsichtigt. Ich weiß nicht, bin ich das? Nein. Bin ich nicht. Sehe euch aber auch nicht mehr gerade. Da seid ihr. Nee. Hier war ich noch nie. Also davon ist. Ich sehe jetzt einen Kontakt, Karaya, westlich von den Schiffen. Vielleicht 2 Kilometer oder so flach, aber auch. Der einen Kontakt, der um die andere 109 kreist. Wer war das? Da setzt sich irgendwas hinter die östliche 109?
Seht ihr das? Ah, da kommt also hinten der 109 ran. 109, ja. Ja. Die ist jetzt gerade in der Rolf. Genau, okay. Deinen Kontakt, du, sehe ich nicht. Der sehe ich jetzt auch nicht mehr, der war ganz tief. Also. Der ist unten runter zu den Schiffen. Vielleicht war das eh derselbe, den ich vorhin gemeldet habe. Keine Ahnung. Ist möglich. Oh, hier haben wir Flakfeuer. Ja, hier sind drei Flugfelder. Da hat Slebane letztens erwischt gehabt, ja. Gell? Ich habe letztens einen Trainingsfilm von den Amerikanern gesehen, wo sie zum Beispiel darüber schreiben, wie man der Flak entgeht als Bomber. Den habe ich auch gesehen. Den hat der Graf jetzt 4 Kontakte, 12 Uhr erhöht. Sehr höher. Ah, Victor, okay. Nee, dann bin ich weg. Zu. Gefahr, Will Robinson. Jo. Hau die ab? Ja. Jo. Ich sehe die Kontakte gar nicht mal. Naja, ich auch noch nicht. Dreht lieber mit uns mit. Nein, dreht ruhig auf sie zu. Aber dann die, bitte schön weiter nach Westen. Ihr dürft euch natürlich jederzeit heldenhaft opfern für unser Überleben. Ja, nichts lieber als das. Aber es sind auch nur 4 und die sind auch 4 und die haben 210er. Euch. Gut, aber ja, die haben 1500 Meter mehr Energie als wir. Ein Eidgenosse. Ein Eidgenosse. Deckung! Conti! Hallo. Schnell die Schokoladenkanone herausgeholt. Conti Karaya würde jetzt auch an dem Interview teilnehmen. Jetzt fehlt noch der blöde Bliss. Der meldet sich nicht, sag was. Ich glaube, Bliss, ich habe den schon lange nicht mehr online gesehen. Kann sein, dass er wieder eine 80-Stunden-Woche einschieben muss. Was, Attack Bliss oder was? Jo. Der hat irgendwie vor ein paar Monaten... Ist Army? Ja. Und Soll doch auch internationale und dabei sein, weißt du? Ja, geht doch so. Nein, ich habe gedacht, das soll ein komplett deutsches, deutschsprachiges Interview sein. Wenn möglich international. Ah, okay. Deswegen haben wir doch dich genommen, Karaya. Ja, du, was ist mit dir? Ich kann übersetzen, Karaya, wenn es Schwierigkeiten gibt. Kein Problem. Sehen wir die Kontakte noch? Folgen die uns? Du, was ist mit dir? Möchtest du nicht? Nee, wir haben doch genug jetzt mittlerweile, Conti. Dich, Karaya. Ja, Bentwick hätte sich auch was Nettes zu erzählen, denke ich. Also was, ja, aber ein Eismaschinenverkäufer macht das Ganze doch viel lockerer, oder? Nee, dann bestätige ich nur die Freak-Haftigkeit, die sicher viele. Oder ja, komm, das mach ich. Das ist schon irgendwie verdächtig, du. Du verkaufst klar, Eismaschinen und bist aber spindeldürr. Da passt irgendwas nicht. Gruber hat zugesagt, das hast du ja gesehen, Conti, oder? Du verkaufst so Eismaschinen. Bitte? So. Ja, noch nicht, Eis, aber bald. Also kann. Jetzt, weißt du, also fast morgen sozusagen. Also morgen, bloß nicht morgen, sondern irgendwann. Es geht ja nicht nur um Eismaschinen, es ist ja ein Online-Shop zum Thema Eis machen für Endkunden. Also nicht irgendwie für Eisdealen, sondern halt, weißt du. Die Leute ist, halt. Ah, ich verstehe schon, das backen, ist so. Das ist so wie mein Wunsch-Schmuck oder mein Wunsch-Müsli oder so. Nur ist das dann meine Wunsch-Eismaschine. Genau, aber ist es so, also bei uns in der Schweiz nennt man es eben nicht Eis, sondern Glasse? Ist das das? Oder sind das Eis? Gorgeli und Glas. Speiseeis, also ganz normale Eiskugel, wie du es ja auch für eine leckere Erdbeer, was auch immer, wie du es halt auch. Grüezi Gott. In der Eisdiele bekommst. Und ziehst du eigentlich so davon, du fliegst doch Vollgas, oder? Hey, übrigens die Radiosendung von Kram ist ja mal der absolute. Ich finde die hammergeil. Das ist so geil. Ich habe mich auch abgepackt, vor allem weil ich habe das alles nicht mehr mitbekommen, weil ich war zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr im Teamspeak. Wir haben zwei Kontakte, die auf unserer 5 Uhr jetzt reinkommen. Hoch, tief? Tiefer. Also Richtung Schiffe. Das eine, das nähere ist, glaube ich, eine 109. Ich zwei Flücke. Ja. Ich glaube, das eine, das nähere ist eine 109 und da ist noch direkt über den Schiffen jetzt ein Kontakt. Ja. Liegt noch eine Victor. Letzte Mission heute auf der Portsmouth-Karte, Conti? Nee, ich muss noch zwei Vorträge auf morgen fertig machen. Oh Mann. Hast du jetzt eigentlich schon die Bestätigung erhalten? Der eine fliegt durch, frei? Ja, ich. Ist der 109. Ja, 109. Was ist das dahinter? Es könnte noch ein Fragezeichen noch. Ist auch eine 109 Gelbnase. Ja? Okay. Schade. Jo. Wieder schön gewesen. Wieder gar nichts. Wo seht denn hier was? Die ist noch 2 Uhr fliegt die eine durch und die andere ist jetzt auf unserer 4 Uhr.
Ist das eine Geldnase? Jo. Ja, in der Tat. In der Tat. Da hat er recht. Also ich fliege gerade 1-0 Atta und halb 10 pro Pitch. Naja, ich krieg maximal auch nur noch 1. Na okay, 1-1, aber komm schon ran jetzt, denke ich. Oh Gott, Conti, hatte ich dir schon gratuliert? Wahrscheinlich schon. Musste auch nicht. Wenn nicht, dann Gratulation. Was zur letzten Prüfung oder wieder was? Nee, ja. Ich wurde angenommen an einer Hochschule. Ah, das mit der. Dein Musikstudium, gell? Genau. Dann darfst du meine Ausbildung mit 12 Tonmusik malträtieren oder was? Nee, mit gepflegtem Jazz. Nein, meine Ausbildung. Kontakt 1 Uhr. Zwei Uhr sehe ich auch. Glaube ich aber auch eine 109. Kannst du das schon erkennen, die auf 2 Uhr? Ja, ich glaube. Da sehe ich nur einen Punkt, ey. Okay. Naja, bei mir war der gerade so kurz aufgeploppt, aber dann auch wieder als Punkt. Kannst du dann bei Schweiz sucht den Superstar teilnehmen, Conti? Nee, ich glaube, das Studium soll mich eher davon bewahren. Ich weiß nicht. Ja, ich glaube es ehrlich gesagt auch. 109. Aber jetzt meine Taugenichts-Ausbildung wird sich dann wohl dann irgendwann abgeschlossen. Tja, wo ist der Kontakt? 3 Uhr hoch, 4 Uhr hoch, 5 Uhr hoch. Ja, betreiben sich denn halt alle rum, die Tommies? Ich geh mal auf deine Rolf, kann ich besser England einsehen. Ja, genug sollst du es auf dem Server haben. Ah, willst du also doch nochmal? Nee, ich sehe das von der Antragsseite aus. Ja, klar. Habt ihr das böse Geflüster aus dem BOS-Forum? Was war denn mit Loch los? Habe ich eben schon mit Karl oder mit den anderen gequatscht ein bisschen. Ich war ja, also ich habe das erst abends gesehen, aber da ging es ja heute richtig ab, gell? Ja, der spinnt sich gerade ziemlich aus. Aber ehrlich gesagt, mit solchen Entwicklern an der, in leitender Funktion will man doch nicht wirklich an die Hoffnung noch glauben, oder? Also mit Loft in leitender Funktion, meinst du? Ja, Jason ist auch nicht viel besser. Was meinst du? Jason ist auch nicht viel besser. Ich kenne die beiden zu wenig, aber ich meine... Ja, Jason ist Inhaber von 777. Ja, ich weiß. Aber ich meine, ich weiß, ich kann durchaus damit leben, dass... Drei Kontakte auf unserer tiefen Uhr. Ja, sehe ich. Einer auf 2 Uhr, einer auf 3 bis 4 Uhr, oder? Oh, den habe ich nicht gesehen. Victor, es sind 2 sogar auf 3 bis 4 Uhr. Und 3 aber ganz tief unten auf 2 Uhr. Ja, Victor. Der eine fällt durch. Ja, einer zieht hoch, glaube ich. Einer kommt, der auf 1 Uhr kommt näher. Auf der 3 ist eine 109, wie es aussieht, der tief. Ups, das habe ich nicht verstanden. Der auf 1 Uhr, der jetzt auf uns zukommt, ist eine 109 Geldnase. Victor. Ja, 109, ja. Ich unter unserer Schnauze sind jetzt ganz tief auch noch 3 Kontakte, Karaya. Spitfire. Ja. Wo? 2 Uhr. Ich ziehe auf sie hin. Die geht auf die 109. Ja, ich sehe sie. Victor. Bei den auf die 109, die über den Schiffen jetzt auf die Schiffe zufliegt. Keiner von uns. Ich stürze hinterher. Sehe es. Ich bleibe erstmal ein bisschen auf Höhe. Da unten sind ja weitere Kontakte, aber der geht auf die 109, hast recht. Ja, Karaya, sind jetzt. Ja, genau. Sehr viel zieht er hoch, gell? Ja, Karaya, so Forumsausraster kann ich eigentlich gut verzeihen. Was mich gestört hat, waren die Inhalte seiner Antworten. Ja. Na, jetzt wird's ja langsam, weil es kommt ja leider in Schussreichweite zu 109. Na, kämpfst du noch dran? Sehr gut. Ihr seid alle in der Linie, Vorsicht. Und alle fliegen vorbei, sehr schön. Jetzt geht die 100, euch gesehen, ja, die Speed geht vertikal jetzt. Jo, oh, jetzt kommt ja, sag ich mit der Schussentfernung und... Bleib oben, Speed, oh, jetzt trudelt er. Oh, sehr 509er. Ist er tot? Ah. Nee. Ja, super Treffer, schön.
Wer hat getroffen? Oh, ich glaube, sein Motor geht aus, oder? Was habe ich da gesehen? Ja, sie taucht ab. Er hat genug auf jeden Fall. Schöne Treffer waren dabei. Hat er gut gemacht. Ja, jetzt bleib mal lieber oben. Jetzt schmiert er ab. Ja, so, jetzt er geht runter. Verloren. Okay, ich steig wieder hoch. Ja, ich häng mich dran. Boah, ich bin 700 km/h schnell. Das ist nicht ja, gut vorsichtig da mit den Eingaben. Das reißt dir was ab, ja. Zug komplett raus. Auch ein bisschen Seitenruder rein. Jetzt steige ich erstmal ordentlich. Ah, wunderbar. Oh, ich habe auch getroffen. Wie viele Punkte habe ich bekommen? 72% bekommen. Ja, da waren ein paar 20er dabei bei dir. Schöne Fahrzeuge. Ja, ich habe ja die linke äußere Fläche habe ich getroffen, die Flügelspitze. Ey, das waren schöne Treffer in der Fläche. Ich habe 28% bekommen, das ist gar nicht mal so wenig. Boah, jetzt habe ich da die 109-Nase hinter mir reinkommen sehen und habe mich kurz an. Habe kurz einen Herzinfarkt bekommen. Kontakt 12 Uhr, ja, ich sehe es. Das glaube ich ja eine 109, aber jetzt auf meiner 1 Uhr dort, wo die Flak schießt. Ey, ihr seid gerade so da. Eine Vierergruppe. Und dahinter ist noch was hinter euch. Eine 109, aber. Hinter mir ist eine nahe 109 dran. Ja. Ja, warte mal, oder bin ich das? Geht ihr da in eine Kurve? Du bist, glaube ich, vor mir, Jos, oder? Du bist, glaube ich, hinter der vorderen 110. Ich weiß jetzt, wackel du mal einmal, dann weiß ich's. Karaya, wackel mal. Ja, dann bin ich hinter Karaya. Du bist zwischen mir, also zwischen Karaya und mir, genau. Okay. Jetzt seid ihr eine 5er-6er Gruppe. Das sind die 109er, die doch eben da noch dabei waren, soweit ich es gesehen habe. Ich bin hinter euch. Da, ihr seid jetzt 5. Ja, warte mal, ja, ich sehe hinter euch. 6 Leute seid ihr. Da ist. Und noch eine Gelbnase hinter uns. Aber keine Split dabei, so auf 9 Uhr eventuell? Nein. Nee, ist eine 109. Nee. Okay, das heißt, wir haben hier die Lufthoheit. Ja. Wir können den Krieg gar nicht mehr verlieren. Von der Isle of Wight starten öfters mal Gegner. Dort haben sie auch 3 aktive Flugfelder. Und viel Flak. Karaya, was ist denn der Jason für einen? Kennst du ihn persönlich? Welchen? Jason, der Inhaber von 777. Jason meinst du, oder was? Jason, ja, sorry. Nein, den kenne ich nicht persönlich, aber ich kenne ihn genug aus dem Rise of Flight Forum, um zu wissen, dass er ein Vollpfosten ist. Was? Warum? Er ist ziemlich arrogant und ja, jedes Mal, wenn man ihn irgendwie auf ein Problem, das ihm aufmerksam gemacht hat, dann hat es dann entweder geheißen, nein, das können wir nicht fixen, weil das uns kein Geld bringt oder wir haben keine Zeit oder keine Ahnung was. Ja, das ganze Arroganz-Thema. Ich finde, Zack ist jetzt, glaube ich, noch der normalste, aber auch der lässt es manchmal durchblicken. Aber schneller Kontakt, 5 Uhr, etwas niedrig bei den Wolken. Ich denke, dass es eine von den 109 war, aber bin mir nicht ganz sicher. Also ich muss sagen, ich bin kein großer Freund und Fan des Entwicklerstudios 777. Also ich meine, es sind finanzielle Gründe, nicht auch einfach Gründe, die man akzeptieren muss. Ich meine, vielleicht nicht der... Ja, aber wenn dieses Argument, es ist okay, wenn das Argument ab und an mal kommt, aber wenn dann wirklich jedes Mal gesagt wird, nein, das machen wir nicht, weil das bringt uns kein Geld und man im Prinzip dann eigentlich noch den Eindruck hat, sie machen alles nur, jeden kleinen Scheiß nur wegen dem Geld. Ich meine, wir sind halt leider Gottes Besseres gewöhnt von Oleg und Co., die dann jede Menge Zeug gratis praktisch gebracht haben. Ja. Bei ROF war, glaube ich, das Problem eben wirklich dieses, dass halt jedes einzelne Flugzeug halt dann wieder verkauft wurde und so. Ich hätte nicht, weißt du, ganz ehrlich, ich hätte echt kein Problem für jedes Flugzeug auf Cliffs of Dover. Nee, ich meine, da liegt das Problem, dass du dann halt überhaupt nicht motiviert bist, weißt du, ein vorhandenes zu reparieren oder so, sondern halt das Problem ein neues machst. Das Problem bei Rise of Flight ist nicht, dass jede Maschine was kostet. Die Leute haben ganz gerne auch die Maschinen gekauft. Also das Problem, dass halt die Flugmodells nicht bei weitem nicht perfekt waren, aber man hat daran auch nichts mehr geändert. Also das Flugmodell in seiner ersten Version war eigentlich für fast alle Flieger
Status quo und man musste sich damit abfinden. Und wenn dann halt irgendwie ein Scheiß dabei rausgekommen ist, ja, dann war es das halt. Kontakt auf unserer 10 Uhr erhöht. Ich sehe einen Kontakt 1 Uhr niedrig. Oh, komm dran, könnte ein Feindmaschine sein, 9 Uhr jetzt, ziemlich nah. Wir konnten es aber nicht identifizieren. Kannst jemand sehen? Zwei sind das. Ja, Spitfire. Eine Spit ist da bei Feinde, wir laden nah dran jetzt. Kommt nah ran an unsere 7 Uhr bei den Jägern hinten. Vorsicht. Gehst du in Luftkampf, Kaya? Jo. Hab dich verloren. Ich bin hinten dran. Wo hinten dran? Hinter dir ist ein Spit, wenn du das bist. Ich bin an einer Spit. Ja, Vorsicht, Joss, wenn du an der 110 dran bist, an mir, der hinter dir ist. Eine 109 kriegt 6. Dann gehen wir runter. Wie schön hier auseinander geht. Nicht zu weit runtergehen, aber ein bisschen genau. Die zieht weg, ne? Ist das so, oder? Ja, nee, weil sie merkt, dass ich hinter ihr dran bin. Gib mal ein bisschen Infos. Oder noch wer dran. Lacker. Und du hast gesagt, da waren zwei oder eine? Nee, eine und 109 und eine Spit. Ich hau nicht zu weit ab. Wenn du frei bist, dann komm wieder zurück, lieber. Ja, das weiß ich ja nicht. Ob ich frei bin. Ich sehe das ja nicht. Jungs. Wo ist die Spit jetzt? Die ist weg, Joss. Du müsstest frei sein, wie ich das sehen kann. Jetzt habe ich euch verloren. Scheiße. Ach, scheißen Dreck. Man wird einfach zu schnell. Jetzt habe ich mir irgendwas zerstört. Ja. Jo, Anfängersachen. Ah, du, ich bin auf deiner Erne, Uhr. Die sind unter uns, Karaya. Ja. Ich glaube, ich habe mir sämtliche Ruder abgerissen. Ah, wenn schon, dann schon, ne? Ja, gut. Sieht einer von euch mich irgendwie? Also Höhenruhe scheint im Eimer zu sein. Bei mir gemeldet, neue. Vorsicht. Spitfire kommt hinter dir rein. Hinter dir? Hinter dir. Lange 6. Soll ich irgendwas machen? Bleib mal. Da geht hinter einer 109, glaube ich, her. Jungs, könnt ihr mal kreativ sein, gerade während des Luftkampfs? Warte mal, ich muss erstmal kreativ schauen, ob die Spit, die hängt noch, warte mal, hängt die an mir dran? Ich kann nicht sagen, an wem sie dran ist. Die macht gerade wilde Manöver. Ja. Ich komm mal zurück. Das sind zwei Spits übrigens. Ja, ich denke auch, jetzt könnte man die Jäger gut gebrauchen, hier oben auf Hallo 53. Ja, ich bin raus. Ich habe kein Höhenruder mehr und mein Ich habe einen Kontakt da hinten, aber das... Eine Spit getroffen, Ölkühler. Geht auf die andere. Victor. Habe ebenfalls einen, leider keinen Ölkühler. Dich sehe ich gerade nicht mehr, Karaya. Ich sehe dich, vor mir. Du gehst in einer steigenden Rolf, oder? Ja, Spitfire passiert mich. Wenn du schaust, ich bin auf deiner 3 Uhr, kannst du kommen? Ich sehe dich, Victor. Geh mit dir Head-On, bitte. Vor dir raucht was, ist das auch eine Spit? Ja, das ist aber die ich zusammengeschossen habe, die ist keine Gefahr mehr. Die andere, die ist erst die kommt hinter frei. Mir, die kommt hinter mir rein. Nein, bin ich nicht, die kommt hinter mir rein. Ah, komm nicht dran, sorry. Daneben. Schlecht. Ich hab eine Spit an mir, Hilfe. Oh. Ja, und sind alle verstreut. Ich kann, ohne ich werde gleich beschossen. Kann keiner helfen. Geh lieber wieder runter, Karaya, ich kann im Moment nicht helfen. Victor, ich stürze in deine Richtung, ich komme jetzt auf dich wieder zu, Dui. Ja, ich hänge mich an, ich sehe dich gerade nicht, aber ich hänge mich direkt an die Spit. Warte, flieg so weiter, geh über Rolf. Fuck, da war gerade eine Spit vor mir. Über Rolf. Bist du unter mir? Ich bin auf deiner Höhe jetzt, auf deiner 3 Uhr. Mit der Spit. Selbe Höhe. Ja. Schießt, Vorsicht, da schießt was. Runter bitte, wenn es geht. Warte, dreht den Michael, du bist erstmal frei. Victor. Da waren aber zwei jetzt, Vorsicht. Ja, die eine hat einen Ölkühler, die ist keine Gefahr mehr. Nee, noch eine zweite. Also eine dritte dann sozusagen. Noch eine zweite. Ja, genau, dritte. Wir sind über den Schiffen, Joss, falls du noch intakt bist. Ja, hallo, ich bin gerade in einem Luftkampf mit einer Spit. Aber der haut jetzt Spitfire kommt hinter dir herein, Dui. Pass auf. Victor, ich zieh sie ein bisschen runter. Geh über Lisa, bitte. Du kannst. Jo. Ich suche gerade die Spit noch da oben. Ja, warte mal, kommt aber nicht direkt. Oh, sorry, war nichts mit Lisa. Nee, du bist frei. Sie lässt ab von dir. Die ist dummerweise weit über uns, ne? Ich sehe 109 im Luftkampf mit einer Spit. Ja, sehr schön. Komm wieder zurück. Ah, deine Spit kam auch runter. Ah, Spitfire. Die 109 hängt dran an der Spit. Ich sehe sie leider nicht mehr. Ich habe die Spit jetzt stehen gelassen. Jo, ich sehe dich. Warte mal, du bist frei. Die waren unter uns. Ja, ich geh, flieg mal, warte mal. Ja, ich flieg gerade auf eine zu. Hallo, vielleicht 300 Meter unter dir. Treffer. Wo ist die? Leider nicht viel.
Am Deck oder was? Nee, hoch. Ah, okay. Ich seh 36. Dich, ich seh dich. Da kommt einer, glaube ich, auf mich zu. Kann das sein? Ich sehe dich gerade nicht. Meine ist aber, glaube ich, abgetaucht. Ich hab ein bisschen was abbekommen. Wo bist du von mir aus? Auf deiner 12 Uhr niedrig. Ihr euch genau über mir. Nein, entschuldige, 6 Uhr niedrig. Ich habe deinen Vorderteil mit dem Hinterteil verwechselt. Ja, sieht auch fast gleich aus. Kennst du meine Fotos? Oh, da stürzen 109 ab. Ich sehe zwei 109er, eine mit kühler Leck und eine, die gerade Richtung Süden abfliegt. Victor, auf Höhe haben wir auch noch mehrere Kontakte, 3 Stück. Die Richtung Süden abfliegt, war ich. Steigt so ein bisschen. bist du die 110 unter mir? Kann sein, jetzt. Quasi genau über dir. Ja, genau. Karaya, vor dir ist eine Spit, gell? Oder was ist das? 1 jetzt Uhr? Bin ich auf nee, hinter dir, Karaya, Vorsicht, was ist das? Auf 5 Uhr? Uhr? Nö, 109. 109, glaube ich, 209er, ja. Ich will hier weg, ich versuche in ein freundliches Territorium zu kommen. Das ist eine gute Idee, wobei das hier schwer wird von der Strecke. Ja gut, dann lasse ich das. Dann springe ich über England ab und... Aber... Wir unter uns auf der 3 Uhr, zumindest bei mir, Karaya, gehen 3 Kontakte flach durch. Spit, warte mal. Oh, da habe ich tatsächlich... Ja, 3 Spit, 2 Spits, glaube ich, in 109 Tiefe. Wo genau? Am südlichen Ende der Schiffe. Genau am südlichen Schiff, mehr oder weniger. Ich stürze mal runter. Ja. Wir will schon alt werden heute. Victor. Ja, ich komme mit runter. Ja, ich suche mir hier eine aus, von denen sind mehrere. Ich glaube 2 oder 3. Das ist okay. Also ein Höhenruder hat echt Vorteile, muss ich sagen. Ja, ja, die ganzen Steuerungen, die wurden, glaube ich, für was entwickelt, gell? Die Optionen. Ja, das ist irgendwie doof. Ich fliege hier so immer Loopings. Ah, ich bin eine 20er getroffen. Aber da kannst du nicht mitbetrieben. Bitte? Da ist ja Karaya von der 5. Trimmung hat habe ich auch eine nicht mehr. 5 gemeldet bei mir, Karaya. Ich habe also keinen Höhenruder mehr. Ja, eine kommt hinter mir rein. Eine Spitfire. Du ziehst hoch, gell? Ja. Ich sehe ihn gerade nicht. Fuck. Die ist bei der anderen Spit, bei der zweiten. Ja, du kriegst irgendwas nichts hinter dir herein. Ich kann. Du hast 2 hinter dir auf deiner 6 Uhr. Okay, aber niedrig, ich weit weg. Ja, flieg gerade aus. Bist du frei? Ja. Ich springe jetzt über den Schiffen ab und lass mich. Hab aber auf meiner 11 Uhr jetzt selber einen Kontakt. 109 kommt entgegen. Verfolgt von der Spit, ich gehe auf die Spit. Ja, das wird echt ja super, mach das mal. Du müsstest schon angetackert sein. Hab eine Hurricane mitgegeben. Das sind 2, ich habe 2 Kontakte. Ja, eine 109 geht die Spit. Ich weiß nicht, ob du das wirklich bist, Joss. Ja, doch, ich sehe dich ja. Okay, ich bin gerade hier auf der Spit, aber die 109 hat sich schön beschossen. Victor. Ja, die haut ab, die Spit. Ja, genau. Such mal wieder Karaya, wo ist er? Oh, 5 Uhr bekomme ich eine Spit gerade rein. Ja, ich werde mein Gunner schießt. 5 Uhr? Oh, scheiße. Warte, bin ich sicher? Hast du gemeldet? Nee, das bin ich, das könnte ich gewesen. Oder da kommt noch eine. Verdammt, das ist eine Spit. Nee, über mir, 12 Uhr jetzt. 12 Uhr bei mir. Ich weiß, ob du bei Karaya oder an mir dran bist, aber ich habe eine Spit. 12 Uhr jetzt. Ich sehe nichts, also die 110, die ich hier habe, die ist frei. Also sehe ich jetzt nicht. Ich fliege gerade südlich ab, ganz ich knapp auch über den Schiffen. Tief? Ja. Ja. Du, bist du gerade in der Lisa? Jetzt wieder eine Roll? Ja, mein Gunner schießt, ich werde beschossen. Spitz, Joss, sag ich die ganze Zeit. Siehst du den nicht? Ich werde beschossen. Nein. Von 2 Spitz am Deck. Südkurs. Ganz niedrig. Du bist zu weit, ich bin nördlich. Joss, vor mir! Was fliegt hier rein? Wieder kreist. 110. Ganz nah. Ja, jetzt sehe ich sie. Ja, Victor, mein Gott, war die ganze Zeit blind. Ja, ah, kann irgendwer dich helfen. Ich seh dich. Du bist verfolgt, ja? Ja. Dauert noch ein bisschen, Karaya, dummerweise. Mal gucken, ob ich noch runter zu dir komme, ohne meinen Ruder. Ja, fuck, ich bin wirklich genau hinter ich dir. Ich werd grad zerschossen. Ja. Ja, aber der ist jetzt gerade über dir, wenn ich das richtig sehe. Motor zuckelt. Okay, ich lass dich, Karaya, und geh zu Joss wieder zu deiner Spitze. Wird abgeschaut. Ist 6 Grad wieder gemeldet. Aber tief.
nicht zu viel kurbeln, Jost, denn dann die Energie. Stuka kurbelt hier ja. Mit der Speed. Ich komme auch wieder ran. Vielleicht kann ich ihm was mitgeben. Wurde nicht. Schade. Na ja, daneben. Ich versuche noch einen Angriff. Ja, ich habe noch immer eine Speed bei mir. Ne, jetzt ziehen sich runter. Speed und eine Stuka hier. Kann mir irgendwer helfen? Guck mal. Bist du noch ran. Bei den Schiffen oder von südlich nö, raus? Nö, südlich raus, bei den aber noch ja, knapp an den Schiffen. Zu weit weg, sorry. Jos, ich geh mal, lass mal die Spit. Kommst du klar? Ja, geh mal. Die zieht mich zu weit runter, weißt. Ja, ich bin jetzt gerade. Ja, geh mal. Ja, so setzt sie sich hinter mir. Ich kann nicht mehr, ja, ich kann nicht mehr kämpfen, ich muss mich hier rausziehen. Was war das? Schluck auf, sorry. Habt ihr Voice Activation halt drin oder was? Heute ja. Ja, du nicht? Nein, Push to Talk, das ist wesentlich angenehmer. Für alle Beteiligten. Ja, vor allem auch. Ich habe auch Push to Talk, aber ich glaube, die meisten haben, glaube ich, Voice Activated. Ich habe geschossen. Sein, dass die ja. Ja. Oh, so eine Scheiße. Boah, ich krieg jetzt selber die Spit dran. Ja. Fuck. Und bin verwundet, alles mögliche. Ich glaube, ich muss bald notwassern. Jos, bist du noch da, Nege? Ja, ich komme, aber ja, ich hab Angst, dran. Aber ist egal, komm. Da wo fliegt gerade was unter mir. Wo soll ich hin? Ah. Jos, siehst du mich? Nein, ich habe wieder 109 und das noch zwei Spitz. Ich hatte noch zwei Motoren die ganze Zeit. Ups. Oh fuck. Naja. Was macht der Tui? Ach, einfach abgestürzt. Dann kann er bei mir in den Gunner noch springen. Hey, du bist doch von des Todes geweiht. Nö, ich hab glaube ich noch niemanden mehr auf der Arsch jetzt gerade. Also ich flieg noch fröhlich. Der Gunner ist aber schon verwundet. Und hinter dir sind mehrere Maschinen, scheiße, aber eine ist super. Sagen, oh, dein Gunner ist schon war's. Tot sogar, glaube ich, oder? Ah, nee, ey, das gibt's doch gar nicht. Ja, ah, ich hab jetzt auch eine. Scheiße. Stuka und eine rauchende Spit ist hinter uns, aber weit weg. Ah, Notwassern muss ich jetzt. Shit. Ich wusste es doch. Er hat mich in eine Falle gelockt. Ach, shit. Oh Mann, verdammt. Hätte mich da, wann du musst mal über Karaya. Von mir. Ja. Weißt du zufällig, was angular heißt auf Deutsch? Es geht um den Left Angular Gyrus, die Hirnstruktur. Angular ist gewinkelt. Okay.